liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel und das heißt der Gegner MSV Duisburg. So, hier die Nachrichten raus. Wir arbeiten schon langsam so ein bisschen Richtung Richtung Aufstieg durch. Also wir sind aufgestiegen, wir sind Meister seit dem Spiel gegen Sandhausen. Es sind jetzt noch 3 Spiele in dieser Saison, sprich die beiden Ligaspiele, dann das Pokalfinale. Na, gucken wir mal. Ja, ich wissen mal, wie es weitergeht, auf jeden Fall in der neuen Saison. Und ich denke, danach wird es dann wahrscheinlich wieder Richtung Transferfenster gehen, wird es dann wieder vorbereiten auf die neue Saison. Wer geht, wer kommt, das, was wir eigentlich schon in Richtung dritte Liga auch gemacht haben. Aber jetzt erstmal. Mal schauen. So. Da ist noch ein Tabellen 16. Ist. Okay, das ist jetzt eigentlich ziemlich egal. Jetzt, wir gehen mal in die Pressekonferenz. So, ich danke für Ihre Geduld und darf dann um Ihre Fragen bitten. So, das hoffen Sie sich diesmal. Auch dieses Mal gewinnen wir. Das kann ich jetzt nicht viel ausgehen, gibt 4-0 oder 4-1 oder so. Ja gut, für uns ist es ja zusätzlich weh, wenn wir verlieren würden. Ich würde sagen, einfach auf sich selber ein bisschen achten. So. So, ich darf mich bei allen bedanken. Das war's für heute. Jupp, das war die Pressekonferenz kurz und knapp. Und dann geht's jetzt ins Spiel Nummer 37 in dieser Saison. Nächste Saison sind es halt 4 weniger. Ich denke, so passt das auch. Ja. Und dann geht's los. Hier gibt ja noch ein bisschen. Ein kleines direktes Duell und Platz 2 in der in der Torjägerliste und da hat momentan Gamvola mit 2 Treffern Vorsprung in diesen 2 Spielen. Wollen wir die natürlich halten. Oder beziehungsweise wollen wir sie natürlich ausbauen. Mein Gott, ich bin noch nicht so ganz wach. Ah, schade. Wieder verloren. Drin das Ding, jawohl. So. Naja, egal, komm, sei es drum. Diese Trainingsvorbereitung, die mache ich nicht immer. Das ist, hat hier nichts damit zu tun. Dem Anpfiff entgegen und auch uns auf der Kommentatorentribüne geht's nicht anders. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Lars Kremer wird heute 18. Hanno Schmidtke wird. Ja, und das ist das nächste und letzte. Vorletzte Ligaspiel, das letzte Heimspiel. Jetzt haben wir es auch, das letzte Heimspiel. Herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Schalke 04 gegen MSV Duisburg. Ja. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das so was wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Ja, es gibt die eine Frage. Knackt er den alten Torrekord? Ein Tor fehlt ihm noch, dann wäre es soweit. Das dürfte heute nicht sein. Die Nummer 16, Javaldo. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Der Nummer 19,
Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. So, das ist die Aufstellung der Duisburger. Sie haben sich auf ein offensives 4-5-1 entschieden. Ja, mich überrascht das nicht. Es macht das Spiel besonders spannend. So, und das ist die Aufstellung. Oh, da geht's weiter. Ja, es ist immer noch ein Derby, ne? Es ist ja. Vielleicht ist er in diesen Zeiten sogar noch wichtiger als früher. Hab dich. Oh. Aber hey, der, aber gut, das. Toller Pass. Ja, ich glaube, das ist abseits. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Da habe ich mit dem ersten, den Moment des ersten Balles nicht. Ja, hier. Ich hätte nicht noch den Spiel aussteigen sollen, sondern direkt durchstecken sollen. Aber gut, erste Abseitssituation, erste kleinere Situation. Stoppelkampf hört auf, okay. Ah, da ist der Manager nicht zu beneiden. Oh, viel Platz jetzt. Oh, dann die erste dicke Chance für Duisburg. Wenn er da noch ein bisschen was geht, dann sieht das ein bisschen anders aus. Super dazwischen gegangen. So, wir wollen uns natürlich jetzt gerne noch mit einem Sieg in die. Zumindest zu Hause das letzte Spiel doch gewinnen. Und damit sind sie am Ball. Schöne Aktion. Und diesmal war es kein Abseits. Kam! Na. Und der Keeper hält den. 13. Spielminute. Und dann, der hat Weinkauf natürlich sicher. Ah, auch nicht viel Druck dahinter. Passt nicht so ganz. Ah, schade. Erste kleinere Annäherung. Ah, Sika, der jetzt ein bisschen weit weg ist und vor allen Dingen, aber auch im Abseits ist. Ja. Super Zweikampf. Hat er nicht ganz. Hat er nicht so ganz durchbekommen. Jetzt geht der Mann. In den freien Raum. Kowilanski. Und da ist das 1-0. McKenny. Der traf auch schon gegen Magdeburg. Im letzten Heimspiel. Und da verloren wir dann mit 3-4, nur so nebenbei. Er macht den Treffer, aber eigentlich ohne echte Gegenwehr. Muss eigentlich gut gespielt von Kowilanski, der ihn auch noch querlegen kann. Das häufig, das macht's leicht, ganz leicht. Russian McKenny. Wir sind jetzt also in Führung. 1-0. Ja, gut gemacht auf jeden Fall. 1-0 auf jeden Fall schon mal gemacht. So, wie gesagt, ich möchte das Spiel hier gerne zu Hause gewinnen. Das ist, eine, ist es ein Heimspiel, das ist wichtig. Könnte was werden, guter Pass. Del Rosso. Und 2-0. Kein Bruder. Wie gesagt, schon fast damit zu rechnen. Er ist in der Form seines Lebens immer wieder mit diesem unglaublichen Torriecher und jetzt hat er diesen neuen Rekord. Da dürfte der Trainer bedient sein. Sie haben zweimal nicht aufgepasst und beide Male kassieren sie ein Tor. So machst du dir eben. Aber schön gemacht, die Rose, den nochmal nachsteckt, den nochmal probiert. Richtig gute Angriffe.
kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Neuer Wettbewerbsrekord, 28 Tore. Und jetzt hat er sein 28. Ligator. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Schön so, na. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ja, ich muss warten, jetzt um mich. Das Spiel ist deutlich schwächere Team. Aber das kümmert sie offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet. Ganz alleine. 3-0. Kowalanski. Damit sind die drei Punkte wohl unter Dach und Fach. Erst der Steilpass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Und bei dem müsste das jetzt auch irgendwas um die 36 Tore sein oder so. Und das eigentlich nur 10er nur. 35 sind es. Die 40 kriegt er nicht hin. Resultat bis hierhin. Zumindest nicht. Ne, ich glaube nicht, dass das Spiel. Jetzt werden 5 Tore noch. Inklusive diesem Spiel im nächsten. Gambula. Rein damit. 4-0. Bam. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Na, keine Chance für den Verteidiger, da im Zweikampf überhaupt nicht reinzukommen. Und dann lässt er sich noch eindrehen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen. Und das ist sein 29. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Ja, Tor Nummer 29. Eins braucht er, dann hat er 30. Das drückt auch das Ergebnis aus. Buschi, ein Wort zu. Vor allem geht es ja, wie gesagt, noch im direkten Duell um Platz 2 in der Torjägerliste. Ich denke, Platz 1 wird Kobylanski werden, das ist klar, das kriegt da nicht mehr hin. Oh, der nächste Angriff! Holt sich den Ball im eigenen 16er. Und da kommt keiner rein in diesem Ball. Bella Kotschap. Ja, da. Schalke will ja gerne in der 2. Will zumindest hier, wie gesagt, die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Freistoß für uns. Ich spiele natürlich wieder kurz. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Ah, schade. Und dann ist Pause. 4:0. Also ausgeglichen ist definitiv anders. Hier steht es 4:0 nach der ersten Hälfte. Ganz einfach gefragt, Buschi. Ist das Spiel nach den ersten 45 Minuten schon entschieden? Es sieht zumindest so aus. Die Führung ist ja recht eindeutig. Ich weiß nicht, ob man das in 45 Minuten noch umlegen kann. Es wird schwierig werden. 23., 28., 34., 37. Innerhalb von da gut 14 Minuten haben wir es hingekriegt. So, die anderen Spieler sind momentan egal. Sandhausen führt gegen die Bayern 2 mit 1:0. Wären dann auch wahrscheinlich durch. Durchgang 2 hat begonnen. Als Dritter, wenn ich das richtig im Kopf habe. St. Pauli müsste eigentlich Zweiter sein in der Tabelle. Aber das müssen wir dann gleich mal gucken, wie es aussieht. Wenn wir dann durch sind mit dem Spiel hier. Pepic. Stoppelkampf. Jetzt könnte die Flanke in den Strafraum bringen. Da, Dragovic, super gelöst. Nicht klären, sind weiterhin mit Rängnis. Da gut. Und holt sich den Ball. Jetzt hat er ihn, aber schön gespielt. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ich hab's gesehen, dass du. Ja, ich hab's gesehen. Der Pass ging nicht vorne rein. Nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Sehr gutes Technik. Russell. Ja, der aber unnormal schnell ist. Den Verteidiger der Duisburger da komplett eindreht. Gute Chance. Einmal den zweiten auch noch da stehen lässt und dann nicht ganz abschließt. Zweimal ausgespielt und trotzdem kommen sie nicht rein. Schade. Und der ist abgefälscht. Es gibt sogar Ecke. Hab ich gerade gesehen. Da hat aber noch einer dran. Jetzt die Ecke.
Wo war das denn, Abseitsschiedsrichter? Oh, jetzt werden sie wechseln. Okay, das sagt mir gerade Gefühl, was für mich keiner sollte, aber gut, okay, Schiedsrichter hat entschieden. Damit muss ich halt irgendwo auch leben. Ist ja auch nicht tragisch, wie gesagt, wir führen 4-0, das ist jetzt nicht spielentscheidend, die Situation. Der Rose. Kobylanski, Gambula, macht er hier seinen nächsten Treffer? Ne, macht er nicht, weil der Duisburger Verteidiger da so gerade noch mit dem Fuß rankommt und wird hier den klären kann. Schön geklärt vom Verteidiger da. Ecke kommt. Oh. Und er ist sogar drin. Da hat er noch komplett abgebrochen, die Wiederholung, weil der war eigentlich, für mich war das McKennie, der eigentlich den Ball versenkt hat. War sogar ein Eigentor. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, es wäre McKennie gewesen, aber der passt dann doch. Und es ist dann Maxi Jansen, 63. Minute, das Eigentor zum 0:5 der Duisburger. Wie gesagt, es ist letztendlich egal, aber ja, momentan können wir es einfach ohne Probleme hier zu Ende runterspielen. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Da können wir im letzten Spiel nochmal schön ein bisschen rotieren und mit der B11 antreten. Ich weiß gar nicht, wie der letzte Gegner ist. Ja, das sieht gut aus. Ah, schade. Jetzt wird's gefährlich. Ja, nochmal nicht ganz. De Rossun. Ne, Bela Koccia war es tatsächlich. Der den dann. Geklärt hat. So ist es richtig. So. Nochmal zwei Wechsel ziehen. Ich darf leider nur dreimal wechseln. Das ist gut. Auf den Rängen ist die Stimmung klasse, oder? Was meinst du, Buschi? Ich auch so, jetzt wechsle ich da zweimal durch. So, jetzt gehen McKennie und Okulas wieder runter. Ja. Und wir müssen Joel, vorletztes Spiel. Für ihn in seiner Karriere, der wird nämlich dann noch seine Karriere beenden nach dem Pokalspiel. Entschuldigung, natürlich. Ecke kommt in 16. Nach dem Pokalfinale, wir haben ja das Pokalfinale noch. So, und jetzt der Konter der Schalker. Ne, nicht ganz, sie kommen nicht da durch. Schade. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Das ist natürlich ärgerlich. Nee, war gar nichts. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Ja, Duisburg will jetzt natürlich das nächste Gegentor noch verhindern. Das letzte noch verhindern. Und versuchen selber jetzt gerade mal noch ihre Situation aufzubauen. So, Lakotja, Bosejua und gib ihm. Jetzt können sie vielleicht kontern. Und dann ist es nochmal Gambula, der jetzt nochmal mit einem Tempo-Vorstoß reingeht. Erster Ball, zweiter Ball und dann ist er doch geklärt. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsstart. Das Spiel ist bald vorbei und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich. Ja, zur Pause stand schon wieder 4-0. Jetzt haben sie den Ball wieder. Jetzt haben wir nochmal. Amatei. Ah, Ball. Gut aufgepasst. Viel Pass. Und Tor für Duisburg! Das Tor ändert zwar nichts am Spielausgang, bringt ihnen aber vielleicht. Und wieder nicht zu null. Selbstvertrauen zurück. Der Sieger der Partie steht fest. Da ändert auch dieser Treffer nichts mehr dran. Ja, dafür ist das Spiel zu eindeutig. Ja, da schön von der. Da konnte er dann doch von der Strafung abschließen. Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Viel bringt Ihnen dieser Ehrentreffer natürlich nicht mehr, aber immerhin, das Ergebnis sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja. Das ist ein schwacher Trost für die Fans, aber ganz ehrlich, heute war nicht mehr. Gambula. Jetzt wird's gefährlich. Der jetzt nochmal was probiert.
Und dann ist es Bujelab und der Keeper, da verhindert das 6 zu 1. So, eben schon so eine Ecke, die reinging. Und dann ist hier Feierabend. 5 zu 1 der Endstand. Das ist natürlich klasse. Perfektes Derby. Sie waren in überragender Form. Ein toller Sieg. Besser geht's nicht. Jetzt ist Party angesagt. So, und dann noch das letzte Auswärtsspiel. Und dann sind wir durch mit der Liga und dann geht's nur noch ins Pokalfinale. Dann haben wir tatsächlich sogar das Maximum geschafft in dieser Saison. Mal gucken, wie es in der nächsten Saison geht. Weitergeht. So. Gut, dann haben wir's. Ja, völlig verdient gewonnen. Auch in der Höhe, muss man sagen. So, gut. Ja, Gabula, da wird Buchstabe keine 4 Tore machen im letzten Spiel. Na gut, da kann ich schön nochmal rotieren. So, dauert noch wieder einen kleinen Moment. Aha, jetzt schon die Bayern. Ne, ist Bayern 2, ne? Das ist die zweite Vertretung des FC Bayern, das Auswärtsspiel, ja. Oh, Felix Platte darf wieder. Dürfte wieder mitspielen, dann kann ich ihn zumindest mal auf die Bank setzen. Genau. Wollte gerade sagen, jetzt schon das Pokalfinale gegen die Bayern, aber es ist wie gesagt die Zweitvertretung des FCB. Im Hinspieler gab es das 2-0, haben wir die ja mit zwei Ecken ausgekontert. Und das Spiel sehen wir uns dann in der nächsten Folge quasi morgen um 18 Uhr. Bis dann, tschüss.